Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir nochmal I Expect You to Die, also den ersten Teil, aber diesmal auf der Oculus Quest 2. Einfach mal in Vorbereitung auf den zweiten Teil, der ja bald kommt. Und ich will einfach mal euch zeigen und auch selber sehen, wie sieht das denn auf der Oculus Quest 2 aus, damit wir uns eventuell auf den zweiten Teil freuen können. Ich bin gespannt, das ist ein Escape Room Spiel. Und eins der besten Spiele für VR, meiner Meinung nach. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodgus VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Virtual Escape und Adams Group. Wenn ihr Bock habt, auch auf das Spiel, dann schaut mal in der Beschreibung. Da findet ihr einen Link zum Spiel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe die erste Mission schon gezockt. Die zweite habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, weil ich die erste damals auch noch nie geschafft habe. Also das Spiel ist wirklich stressig tatsächlich. Also man ist wirklich unter Zeitdruck. Aber das macht ja nichts. Also wir können auch so ein bisschen rumspielen, immer mit allen möglichen Sachen und verschiedene Sachen erkunden. Wir können zum Beispiel hier können wir es regnen lassen oder Speedrun machen. Dann kriegen wir noch mehr Souvenirs. Ja, und die nächste Mission, die wartet jetzt hier. Wir können Remote-Sachen an uns ziehen, wenn wir den rechten Thumbstick nach vorne drücken und dann die Grip-Taste halten. Und dann können wir mit dem Thumbstick so nach vorne oder zurück und dann können wir damit... Ha! So. Und wir können auch Sachen fliegen lassen, zum Beispiel, wenn wir das jetzt hier so in der Luft und dann A drücken, dann fliegt das Ding. So, nächste Mission. Ich denke mal nicht, dass ich die schaffe, weil bei der ersten bin ich schon heftig so going undercover for this mission. Unter Druck. I hope you're not scared of heights. Data retrieved from Zor's car confirms information linked to us from a Dr. Lincoln. We have also heard news that Zor's lieutenant, Daniel Sands, has been researching a supervirus. We need you to infiltrate the lab and destroy that virus. Das mit dem Virus ist ja gerade sehr interessant. So, schauen wir mal, ne? Also wir spielen das Spiel, wie ihr seht, im Sitzen. We believe Zoraxis is creating a deadly supervirus. We know Zor wants revenge on the agency, but this is a tad extreme. Get into that lab, and I'll walk you through making an antivirus. Uh-oh. Security online. ID card required. Security online. ID card required. Ah. Können wir das denn jetzt durchschneiden? Hier mit der Scherbe. Laser tripped. Deploying nerd. IDDB. Security disabled. Puh. Das war jetzt eher Zufall. Disclosure agent, I don't really know how to make an antivirus. However, Sean in HR says you tested well in chemistry. So give it a go. Save millions of lives and don't blow yourself up. Don't blow yourself up. So, da liegt irgendwas. Na komm. Was ist das denn? Disperse Virus. Toxic Rain. Guck mal, hier ist was. Ups. Burn after reading. Müssen das... Das ist ja wohl das Ding da hinten. Wir müssen irgendwas oben rein tun. Irgendwas. Genau. Irgendwas müssen wir da oben rein tun. Seht ihr das? Das heißt, wir müssen das da irgendwie reinkriegen. Was auch immer da reinkommt. Ich lege diese Dinger mal hier hin. Die Waffe, weiß nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Das Brot? Ha! Das kann sein, dass das jetzt auch wieder so ein Special war, so ein Souvenir.
Ah, guck mal. Ach Gott. Das übrigens können wir auch hier so fliegen lassen, ne? Auf A hatte ich schon gesagt. Moment. Zum Beispiel. So. Guck, dann fliegt das hier. Können wir das jederzeit gucken. Was hier? Käffchen. Ist leer. So. Ist das? Ändert sich da was? Nö, ne? Hier sind auch noch so Ventile, ne? Ach du Scheiße. Da ist ja genau das Richtige für mich wieder. Da ist zu. Also ich denke mal, dass wir diese Kette da auch... Oh oh. Ah, da ist noch irgendwas. Nee, das bringt gar nichts. Was ist das? It has come to our attention that you are engaging in unauthorized bla bla bla. It would be a shame. Das brauchen wir nicht. Aber na, da ist noch was. Da ist noch was. From Mummy. Ah, guck mal. Hier sehen wir was. Rot. Das muss bestimmt da rein. Und zwar andersrum, ne? Weil wir gucken ja quasi von der anderen Seite. Das heißt, so. Gelb. Oh nein, bitte nicht. Rot auf jeden Fall. Hier hin. Wie kriegen wir denn jetzt gelb? Mischen, ne? Ah, Moment. Ach, das Gelbe ist... Haha. Ja, damit meinen die das hier. Wie kriegen wir denn die Kette auf? Diesmal sind wir anscheinend nicht so krass unter Zeitdruck. Ah, da ist aber noch mehr Zeug. Warte mal, wir gucken mal kurz hier. Ah! Only effective on copper. Das ist eine Kupferkette. GRY. Die ist blau. Die ist blau. So, das heißt, die, dann R ist grün. Nein. So. Und Y ist rot. So, das heißt, jetzt kriegen wir ja wohl... Das Zeug dürfte ja dann wohl diese Kette hier. Wie kriege ich das denn da raus? Ja! Ha! Agent, you've been spotted. Quick! Act naturally. Och nee, jetzt geht der Stress wieder los. Also Gelb. Hey, was ist mit Gelb? Gelb und Rot. It appears the guard didn't buy it. Scheiße.
Ja, super. Drück den Knopf. Oh, ging. Ja, super. Ja, da hätten wir jetzt natürlich jetzt die Waffe nehmen müssen. Boah, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. So. Also irgendwann geht der Stress halt los, ne? Ich glaube, das brauchen wir alles gar nicht. We believe Zoraxis is creating a deadly supervirus. We know Zor wants revenge on the agency, but this is a tad extreme. Get into that lab and I'll walk you through making an antivirus. So. Full disclosure, Agent, I don't really know how to make an antivirus. However, Sean in HR says you tested well in chemistry. So give it a go. Save millions of lives and oops, jetzt habe ich fast meine Scheibe zerstört. So, also. Security Access Card. Die kann man vielleicht sogar ganz am Anfang. Hier ist immer Geld. So, ich glaube. Das passt, oder? Jetzt können wir nämlich dann mal. Das war blau. Grün. Oh. Grün und rot. So. Agent, you've been spotted. Quick, act naturally. They ran off. I always knew you were intimidating. So. It's your stoic silence. Wenn wir nämlich die Waffe schon vorher verballern, dann war's das natürlich. So. Und jetzt können wir, glaube ich, den Virus da reintun, ne? Den Antivirus. Neutralization attempt blocked. Playing pre-recorded message. Found a conscience despite our threats. Well, I'm afraid you won't have a chance to use your antivirus. We're changing the timetable and launching the supervirus today. Scheiße. Ja. Das ist aber scheiße. Agent, if that rocket launches with an active virus, millions will die. Neutralize that virus now. Oh nein, nicht schon wieder. Wie war das nochmal? G-A-R. Oh. G-A-R und Rot. Komm, mach. So. Launch imminent. Scheiße. Komm schon, weg. You're too late. Komm schon. Und jetzt? Well done, Agent. There will be no outbreak today. Let's get you out of there. Oh, Gott, Leute. Das war knapp. Also, für mich ist das echt zu stressig. Junge, Junge, Junge. Da geht's um Sekunden. While not discreet, you did get the job done. Though, I suppose discretion went out the window with Zor's explosive dirigible over the Caymans last year. Dr. Freeze. The prettiest explosions are always the messiest.
Ja, es ist, wir haben jetzt keinen einzigen von diesen Souvenirs geschafft, aber wir können natürlich das auch noch alles schaffen. Puh, ja Leute, also geil ist es auf jeden Fall, aber das mit dem Zeitdruck, das ist für mich als alter Sack ein bisschen stressig. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. I expect you to die, auf der Quest 2 war das. Wahnsinn, ich habe ja damals schon mal auf dem PC, das ist ja schon Jahre gefühlt her, habe ich das mal gezockt, auf der Vive war das glaube ich noch. Und da fand ich das schon geil, ne? Allerdings, das ist nichts für zarte Gemüter, ne? Also, da geht dir schon die Pumpe. Mir ist schon wirklich die Pumpe gegangen. Wenn dann auf einmal da kommt die Bombe da unten raus, dann denkst du, oh nein, shit, was muss ich jetzt machen? Oder im zweiten Level, krass, da zielt einer auf dich oder da kommt der Alarm oder so. Da wirst du von einer Sekunde auf die andere so unter Druck gesetzt, weil du in dieser kurzen Zeit diese Rätsel lösen musst. Das ist schon brutal. Allerdings ist das... geht halt alles auch relativ schnell. Wenn du das auswendig lernst, dann kannst du das auch mal zack, zack, zack machen. Ne? Wenn ich jetzt die PC-Version mit der Quest-Version vergleiche, also das ist halt schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, wenn man das wirklich nebeneinander hält, dann sieht man natürlich vielleicht so einen grafischen Unterschied. Aber vom Gameplay und Spaß ist das überhaupt gar kein Unterschied. Also ich hatte wirklich wieder viel Spaß mit dem Spiel. Für mich ist es eins der besten Escape-Room-Spiele in VR überhaupt. Das hat auch eine super Bewertung. Guckt euch das hier mal an. Das ist schon echt der Knaller. Und zwar berechtigt. Also wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, kann ich euch absolut empfehlen. Und ihr könnt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, wenn ihr diese ganzen Souvenirs noch freischalten wollt. Ne? Also das ist schon krass. Ne? Ich habe ja zum Beispiel beim zweiten Level jetzt auf meinem deutschen Gameplay jetzt hier gar kein einziges Souvenir hingekriegt. Ne? Also da könnt ihr wirklich viel Zeit verbringen, wenn ihr alles freischalten wollt. Und wenn ihr das Spiel kaufen wollt, unter dem Video findet ihr natürlich den Link. Das gibt es auf allen Plattformen, soweit mir das bekannt ist. Ich habe es jetzt auf der Quest 2 gezeigt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf mein Expect You to Die 2 Gameplay, dass ich, sobald ich den Zugriff zu dem Spiel habe, werde ich euch das natürlich zeigen. Ich freue mich sehr drauf. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de